Wenn da ein wütender Mob von 150 Leuten am Werk ist, warum keine Bereitschaftspolizei? Ja, wir haben ja die Kräfte angefordert. Es stand aber zu dem Zeitpunkt keine weitere Möglichkeit, oder es bestand keine Möglichkeit, andere Kräfte heranzuführen, eben auch nicht Kräfte der Bereitschaftspolizei. Ich meine, die Bereitschaftspolizei, die ist doch dafür ausgerüstet, die hat diese Ausrüstung. Also, dass die in einer Stadt wie Leipzig nicht heranzuführen sind, das ist doch nun unverständlich. Ja, wenn keine Kräfte im Dienst sind, hat keine Kräfte im Dienst. Dass solche randalierenden Kriminellen hier durch die Innenstadt ziehen können, ja, Scheiben zerschlagen, Leute anstechen und schießen, ja, ohne dass überhaupt dem Einhalt geboten wird, das ist für mich erschreckend. Da verliere ich ein bisschen den Glauben an die Rechtsstaatlichkeit, die man eigentlich in Deutschland erwartet. Seit Monaten gärt es in der Szene. Erstaunlich, warum die Polizei an den Wochenenden nicht mehr Kräfte vorhält. Als einer der mutmaßlichen Anführer der sogenannten Kanakengang gilt der 24-jährige Armenier Arthur T. Er wird beschuldigt, in der fraglichen Nacht einen Security-Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Inzwischen hat er einen Rechtsanwalt. Die Tat bestreitet er vehement. Dass es um ihn und seine Gruppe seit Monaten immer wieder Ärger gab, daraus macht er keinen Hehl. Wir hatten mal vor ein paar Monaten überall in jeder Disco Hausverbot. Und aus diesem Grund, dann haben die Hausverbot zurückgenommen und dann wieder Hausverbot, so war hin und her. Und das war das, weil wir einfach nicht das gemacht haben, was die möchten, was die gewollt haben. Uns so verhalten haben, wie wir es wollten. Und die nicht respektiert haben. Aber das heißt nicht, dass wir irgendwas Schlimmes gemacht haben, sondern wir haben so gelebt, wie wir wollten. Was für Arthur T. heißt, leben wie wir wollen, hat bei anderen Angst und Schrecken ausgelöst. Marco Z. ist der Mann, der an jenem Samstag den Messerstich ins Herz überlebte. Er hält die Situation in Leipzig weiterhin für so angespannt, dass er sich nicht einmal in der Universitätsklinik sicher fühlt. Und so sieht man auf den Fluren des Krankenhauses Bilder, die man so nicht gewöhnt ist. Rund um die Uhr stehen seine Kollegen vom Sicherheitsdienst als Wache auf dem Gang.